Viel Spaß bei Kickoff wünscht Sporttipp, die Schweizer Sportwette. Katerstimmung im Berner Oberland. Naivität und viele Eigenfehler stehen in den Spielen des FC Thun an der Tagesordnung. Wie findet man wieder zurück zu seinen Tugenden und so zum Erfolg? Nach der Göpp-Woche ist vor dem Super-League-Wochenende. Ganz herzlich willkommen zu Kickoff. Ich begrüße meine beiden Gäste im Studio, die Experten Philippe Montandon und Benjamin Lüthi. Schön, seid ihr mit an Bord. Bevor wir über die 17. Runde der Super League reden, werfen wir zuerst noch einen Blick nach Russland, genauer gesagt nach Moskau, wo die Auslosung zu der kommenden WM ist vonstatten gegangen. Die Auslosungsshow ist vor wenigen Minuten zu Ende gegangen und die Schweiz, die ist in der Gruppe E zusammen mit Brasilien, mit Costa Rica und mit Serbien. Ja, die Gruppe sieht eigentlich gar nicht schlecht aus. Man trifft im Eröffnungsspiel gegen Brasilien, der fünffache Weltmeister, mit Namen wieder Neymar in der Reihe. Ja, was sagt da dein Fußballerherz? Ja, das schlägt höher. Also, wenn ich glaube, wenn man als Fußballer nochmal Brasilien sieht, das ist an einer WM. Eine Partie gegen Brasilien, das ist top und das ist ein absolutes Highlight, wo man glaube in den nächsten 20, 30 Jahren noch davon wird reden, hoffe im Positiven aus Schweizer Sicht, dass da sportlich etwas drin liegt. Aber nur rein schon der Name Brasilien, das macht Freude. Ja, vor dem Spiel haben ja beide 0 Punkte, also gleiche Ausgangslage, nicht wirklich ein Vorteil für die Schweiz. Nein, das wird man dann sehen, wie die Vorbereitung abläuft. Aber grundsätzlich ist es ein super Match zum Anfang. Da kommt man ins Turnier rein. Und es ist vom anderen Kontinent. Das finde ich auch schön, mal ein Top-Team vom anderen Kontinent, das man nicht so kennt. Ich freue mich darauf, den Match sehr sogar. Costa Rica ist auch noch in der Gruppe E. Die haben vor allem einen starken Goalie mit dem Keylor Navas, dem Real-Goalie. Und sind jetzt erst zum zweiten Mal an der WM. Nein, falsch, das ist der Serbien, der das zweite Mal an der WM ist. Bleiben wir noch bei Costa Rica. Ja, wie sieht das aus? Also das ist ja der vermeintlich schwächste Gegner, wenn man so will. Ich sage nicht der schwächste, aber der unbekannteste für uns. Eben ist so ein bisschen weiter weg geografisch gesehen. Man kommt eigentlich vom Fußball Costa Rica nicht viel mit über, eben aus jetzt der Goalie, der bekannt ist, der bei Real spielt. Aber schlussendlich, das ist eine Top-Truppe. Man weiss, so ein bisschen, die Amerikaner sind kampfstark, aber gleich technisch versiert. Und das sind immer Matches, die ja, auf dem Papier einfach aussehen, aber enorm schwierig sind zum Spielen. Ja, sie haben immerhin noch die USA geschlagen in der Quali, also auch nicht unbedingt ein unbeschriebenes Blatt dazu. Wenn die Mannschaft spielt oder wenn irgendeine Mannschaft auf Südamerika spielt, sind die Strassen schlichtweg leergefegt. Was erwartest du von Costa Rica? Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich kenne die Mannschaft überhaupt nicht, aber grundsätzlich die Mannschaft, die an der WM ist, hat sich durchsetzen. Das zeigt schon einiges. Und ich meine, die haben einfach Herzblut. Und dann kann es schnell gehen in die eine Richtung, in die andere Richtung. Und jetzt konservative Schweiz auf solche Herzblut von Südamerika ist noch so eine spannende Konstellation, finde ich. Und es macht die WM auch ein bisschen aus, dass dort zwei Welten sich ab und zu aufeinander prallen. Und ich finde es schön. Bleibt noch der dritte Gruppengegner Serbien. Die sind, wie ich schon vorher erwähnt habe, das zweite Mal in der WM. Ja, Serbien, was erwartest du von denen? Oder was kann man von denen erwarten? Es ist immer eine Wundertüte, finde ich. Sie haben extrem viel Qualität, finde ich. Es kommen immer gute Fußball raus, dort aus dem Mecken von Europa. Und gleich weiss ich nie, wie es rauskommt. Und, ja, wir kennen es hier in der Schweiz. Wir haben viele Leute, die dort herkommen. Und die sind wirklich eben Wundertüte. Sie sind technisch sehr stark. Aber es kann einfach auch schnell gehen und dann hängt es aus. Und wir werden es sehen. Ich bin gespannt auf die Konstellation dort. Das Nachbarland Kroatien ist auch sackstark. Wie ist die Einschätzung zu Kroatien so sehr? Ich sage, das ist immer eben schwierig, wenn ich gesagt habe, das ist eine Mentalitätsfrage. Das sind so Stimmungsmannschaften. Fußballer ist technisch sehr beschlagen. Und dann merkt man immer, an einem guten Tag, wenn es als Mannschaft funktioniert, können sie extrem vieles bewegen. Und das ist immer die Frage, in welchem Moment dass man es verwünscht, in welcher Stimmung dass die Mannschaft da ist. Und ich glaube, eben für das Land, für Serbien, das zweite Mal dabei ist an einer WM, wird das ein Highlight sein. Und die darf man nicht unterschätzen. Die Schweiz hat ja schon Grosses geleistet. Wir haben ja schliesslich auch Spanien geschlagen mal in einem ersten Gruppenspiel. Wieso noch nicht Brasilien? Was hat die Schweiz in dieser Gruppe für Chancen? Ich finde es gross. Also, seit dem Spanien-Match ist viel gegangen. Schweiz finde, sie sich wirklich stabilisiert. Und ich sage, zwischen Rang 2 und 4 ist alles drin für die Schweiz. Ja, Brasilien finde jetzt ist schon der Favorit dort. Wir werden es sehen. Aber auch in diesem Match ist alles möglich. Und auch dort kann man gut, mit guter Verteidigung kann man dort etwas rausholen. Was erwartest du von der Schweizer in dieser Gruppe?
Ja, also die Ziele sind ambitioniert, ich glaube, mit der Qualität, die in der Mannschaft momentan herrscht und auch der Teamspirit, wo die Mannschaft auch zusammenhält, wo man auch nach außen spürt, sollen wir sicher mindestens Gruppenplatz 2 anstreben. Alles weitere sollte ein Benefit sein, aber schlussendlich, eben, wir sind an einer WM und sehr unberechenbar, aber ich denke, die Zielsetzung muss da sein, dass man Rang 2 sicher erreicht. Es geht ja noch gerade einen Moment. Die WM startet am 14. Juni 2018 mit dem Eröffnungsspiel zwischen dem Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien. In der Super League müsst ihr nicht so lange warten. Da steht nämlich die 17. Runde an und gespielt wird wie folgt. Der FC Luzern empfiehlt der FC Sion, Lausanne, Sport, die kommen mit dem FC Basel zu tun über. Und am Sonntag spielen die St. Gallen gegen FC Zürich, Thun im Berner Derby gegen IB und Grasshoppers treffen auf den FC Lugano. An dieser Stelle von der Sendung schweifen wir mit dem Fokus zum FC Thun. Die Berner Oberländer dieses Jahr weiss Gott nicht auf Rosen bettet, haben es aber in der Vergangenheit immer wieder geschafft, durch ihre Tugenden und auch durch ihre Bescheidenheit, sich immer wieder in der höchsten Fußballliga der Schweiz zu behaupten. Aktuell ist aber ein bisschen der Wurm drin, in der Meisterschaft hartet. Und dazu muss man sich noch vor einer bitteren Niederlage im Göpper holen. Die Bilder und Emotionen gleichen sich in den letzten Wochen beim FC Thun. Im Cup und in der Meisterschaft. Das ist naiv, das ist schlecht. Gegen uns musst du wirklich nicht viel machen, dass du zu Goal kommst. Das ist unglaublich. Auch die Erklärungen sind dieselben. Wir haben mit zwei Eigenfehlern das Spiel eigentlich in die Bahnen gelenkt, was schlussendlich war. Und das ist umso tragischer, weil wir es bis dann eigentlich sehr gut haben gespielt. Und das ist wieder so Fehler, die wir einfach nicht machen dürfen, die einfach knallhart bestraft werden. Der jüngste Schlag ins Gesicht, das Cup-Out gegen den FCZ nach 3 Gegentoren in nur 9 Minuten. In diesen Situationen, wo vielleicht nicht so viele Punkte sind, wo es endlich gegen dich läuft, dann musst du noch seriöser, noch einfacher und noch weniger Risiko nehmen. Und dort sind wir uns vielleicht noch nicht so bewusst. Nicht bewusst, worum es geht? Thun müsste doch den Abstiegskampf besser kennen als jedes andere Team. Ich glaube, wir haben in den letzten Jahren eine Mannschaft gehabt, die gewusst hat, um was es geht, die die Tugenden oder FC Thun auszeichnen, die Bescheidenheit, die Demut, aber auch der Willen, alles dafür zu machen, für die Punkte, haben wir immer gehabt und darum ist es auch immer wieder gut gekommen. Und das muss einfach jedem Spieler zu 100% eingeimpft werden. Vielleicht kommt IB am Sonntag gerade richtig. Ans letzte Derby haben die Berner Oberländer beste Erinnerungen. Ja, das Derby gegen IB, das werden wir sicher auch noch ein bisschen beleuchten, wie dann der FC Thun hat abgeschnitten. Aber zuerst mal noch auf die aktuelle Situation zu schauen, Philipp. Wie kann an einem Club, der eben mit solchen Tugenden immer wieder auf sich reden gemacht hat, die Tugenden wie verlieren auf das Mal? Ich sage nicht, dass sie verloren haben. Also der Kern von dieser Mannschaft stimmt immer noch. Und was sie ausgezeichnet haben, die letzten Jahre, die sie zu dem gemacht haben, zu dem sympathischen, bodenständigen Verein, ist die Einfachheit und dass in Drucksituationen, in schlechten oder in schwierigen Momenten, dass sie immer die Ruhe bewahrt haben. Es ist weder ausgestrahlt worden vom Verein in selber, dass man nervös wird, auch vom Umfeld, dass das Umfeld nervös ist, dass man dort eine Polemik macht, von außen eingetragen wird, auch von den Medien. Es ist schön, alles so das bescheidene, schöne, idyllische Berner Oberland, wo der FC Thun auch verkörpert. Und das ist auch, glaube ich, die Stärke. Und ist, glaube ich, in der jetzigen Situation wichtig, dass dort die Ruhe bewahren und sich aufs Wesentliche fokussieren und das machen, aufs Fußballspielen. Und glaube, mit dem Dennis Hediger, der dort glaube, vorangeht und die Mannschaft auch kann mitnehmen kann, werden sie auch dort wieder den Turnaround können schaffen und aus dem Loch rauskommen. Ja, der Dennis Hediger, der ist ja eigentlich vielfach die Ruhe in Person. Bis der explodiert, braucht es einiges. Jetzt im Beitrag hat er eher ein bisschen genervt gewirkt. Kannst du das nachvollziehen? Ja, ich kenne ihn noch von meiner Zeit, aktiven Zeit beim FC Thun. Also er tut das bewusst doch wählen, wenn er mal laut wird und in der Kabine. Und er ist nicht, wenn ich das auch laut wird, aber er wird es im richtigen Moment. Und das wissen alle ja, wenn er mal laut wird, dann ist wirklich
wirklich etwas nicht gut. Und dort gibt es ganz klare Strukturen und Aufgabenteilung. Und darum finde ich, ja, ich habe das Gefühl, es kommt gut, weil eben die Leute ruhig bleiben, wie du gesagt hast, weil sie wissen, um was es geht, auch, dass es ein längerfristiger Prozess ist. Es ist im Moment schwierig, weil es sind viele Verletzte da, es sind schwierige Matches und es gibt irgendwie Schicksalsschläge, die halt ein blöd laufen für Restun, aber grundsätzlich weiss man, was man hat an den Leuten. Man weiss, was man hat im ganzen Verein und das vertraut man, glaube ich, auch nachhaltig. Glaube, ja. Es ist ein bisschen ein Alarmzeichen, wenn er jetzt wirklich im Fernsehen schon so, bei uns im Interview, ziemlich direkt Sache beim Namen nennt. Was sagt denn Dennis Hediger, wenn es nicht läuft? Wird er eben laut, hast du vielleicht gesagt. Und was macht denn aus, dass er eben die Leute mitreissen kann? Ja, er geht voraus. Also das ist sicher mal ganz klar. Er hat immer die Arme oben. Und wenn er laut wird, dann wird er auch konkret. Also, weißt, es gibt Leute, die werden laut und es gibt Leute, die werden laut und konkret. Und das ist für mich mehr Gehalt. Die Frage ist, wie viel es bei den Spielern ankommt, wenn man Angst hat. Oder? Das ist dann die andere Frage. Wenn man Angst hat, dann kann man laut werden und so viel schreiben, wie man will. Und dann ist man halt in dieser Angst drin. Dann bin ich jetzt weiter weg von diesen Spielern. Aber er geht dort voraus als gutes Beispiel mit konkreten Sachen, die er klar anspricht. Das ist ja gerade wichtig, von dieser ganzen Ruhe, die man redet und so. Ich glaube, intern musst du anders kommunizieren und das werden sie auch machen. Also werden nicht dort alle kommen, super, ist gut und jetzt haben wir verloren und jetzt geht es weiter. Also klar, da musst du intern wirklich auch die Sachen auch ansprechen und das werden sie auch machen. Also es ist nicht täuschend, denke ich mal, dass einfach nur dort alles Friede, Freude, Eierkuchen in Thunau herrscht und die wissen genau, um was es geht und wenn es an welchem Schreiberli er hat ja im Beitrag erwähnt, dass eben auch individuelle Fehler im Moment sich einfach ziemlich häufen. Und da kann man ja eben auch der Goalie nicht unbedingt irgendwie wegnehmen. Der hat ja nicht nur jetzt im Göppspiel gegen FCZ, sondern auch im letzten Spiel gegen St. Gallen nicht wirklich gut ausgesehen. Hat der FC Thun ein Goalie-Problem? Nein, ich würde sagen, es ist für viele Leute, jetzt auch für den Trainer oder auch für den Goalie, ist halt die erste Saison, wo so Sachen passieren. Und es ist immer die erste Erfahrung mit Misserfolg. Und dann sieht man, wie man mit dem umgehen kann. Und es ist für viele neu und es ist einfach nur noch gut, dass man dort Erfahrungen sammeln kann. Und gleich muss es schlussendlich funktionieren. Und dort hat man auch konstante Witze, zum Beispiel der Captain oder der Sportchef, der dort die nötige Ruhe auch vermittelt. Vielleicht auch. Und gleich, es ist schwierig. Also, das haben wir beide erlebt. Es gibt immer Misserfolge. Und die ersten Misserfolge sind immer so, ja, jetzt, was mache ich jetzt? Und die Leute sind am Fragen und am Machen und man ist vorne gross auf dem Bildschirm und liest es auch. Und es ist schwierig für die einzelnen jungen Spieler vor allem. Das hat jetzt eine Frage. Der Francesco Roberto, der beim FC Thun im Moment gerade ein bisschen Mühe hat, sagen wir es mal so. Die haben beide als Aktive gespielt, nicht als Goalie. Wie wichtig ist aber der Goalie für eine Mannschaft vorne? Ja, klar, der Goalie hat immer einen wichtigen Faktor in der Mannschaft. Er ist das letzte Glied in einer Mannschaft, wo ein Fehler wird einfach bestraft. Das sehen wir jetzt im Spiel gegen Lugano. Er macht zwei blöde Fehler, die ihm nicht passieren dürfen. Das müssen wir nicht analysieren, das ist ganz klar. Es rebelt einfach. Schlussendlich. Und dementsprechend ist die Konstanz von einem Goalie ist extrem wichtig. Man sagt, das beste Goalie-Alter ist 30 aufwärts. Ja, und er ist erst 24. Ist 24. Man darf Fehler machen, man muss einfach die richtigen Konsequenzen aus den Fehlern herausziehen. Das geht auch um ihn. Weil schlussendlich, glaube ich, wenn man nicht aus den Fehlern lernt, dann sieht es nicht gut aus. Ja, aber das, wenn ich da drüber rede. Man hat aber keine Zeit. Genau. Also, zu lange Zeit haben wir nicht, um einfach zu sagen, jetzt können wir alle zwei, dritte Spiel können wir mal einen Flop einbauen. Aber genau, Zeit hat man nicht. Das ist das eine. Man hat keine Zeit. Und das andere ist ja die Frage, wenn ich weiss, dass der da hinten vielleicht jetzt nicht unbedingt der sicherste ist, verunsichert, das ist eine Verteidigung. Ja, und gleich auch, wenn man jetzt den Goalie wechseln würde, gibt es noch mehr Verunsicherung, die dann heisst, ja, ich habe zwei, drei Böcke gemacht. Und dann es ist ganz, ganz schwierig, als Verantwortlicher die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ist jetzt die ganz kurzfristige Sache, wo man wieder Erfahrung wieder fair reinbringt, oder bleibt man auf dem Vertrauen, das jetzt Thun wirklich ausmacht? Das habe ich auch gespürt in Thun, dass man dort Vertrauen bekommt. Man darf auch mal ein schlechtes Match machen, aber grundsätzlich muss die Grundrichtung stimmen. Und das muss der Goalie auch beweisen, dass die Grundrichtung stimmt. Und dann kann man sich auch mal Fehler erlauben und weiss dann, okay, man vertraut mir immer noch. Das ist immer so eine Gratwanderung. Und Konstanz ist schlussendlich im Fußball ist ein Zauberwort. Und wenn man die Konstanz reinbringt, gerade in einer Achse von einer Mannschaft, und die fängt den Goalie hinten an, über die Innenverteidigung, das zentrale Mittelfeld, wenn die mal steht, dann verhebt das Gerüst. Und gibt vielleicht mal ein Spiel, ein bisschen, schwankt es ein bisschen, aber schlussendlich über eine Saison hebt das Gerüst. Und
das sind so Eckpfeiler, die du nicht einfach mal kurz nach einer schwächeren Phase kannst auswechseln. Ja, schlussendlich ist ja einfach immer der Trainer, der muss den Kopf herhaben, der Marc Schneider in diesem Beispiel vom FC Thun. Wie wichtig ist es jetzt, dass der FC Thun, der Club, dem Trainer den Rücken stärkt? Also ich weiss, dass er den Rücken gestärkt bekommt. Das ist, die haben sich entschieden für den Marc Schneider, wo sie ihn lange kennen, wo sie wissen, was er für eine Arbeit leisten kann. Und wie gesagt, jetzt so wie beim Roberto ist es für ihn auch die erste Saison. Das ist der erste Misserfolg, die erste bittere Niederlage als Cheftrainer. Und auch dort braucht sie eben irgendwie neue Erfahrung und eine Reflexion von ihm. Und das macht er auch. Ich kenne ihn gut. Und ich als Führer kommt aus dieser leichten Base kommt er raus. Und der FC Thun steht, glaube ich, hinter ihm. Ich bin jetzt nicht allzu nahe, aber ich kann mir vorstellen, dass sie sehr hinter ihm stehen. Ich habe es ja gesagt, nach dem Göpp ist vor dem Meisterschaftsspiel. Jetzt kommt IBE. Wir haben es vorhin erwähnt, im Beitrag ist es am Schluss erwähnt worden. Die hat man können schlagen, und zwar mit 4-0 im Status Suisse. Lenkt jetzt die Euphorie, die man vielleicht dort mitnimmt, um die Pleite, die man jetzt da im Göpp hat erlebt, vielleicht zu überstrahlen, oder sogar vergessen machen? Gut, ich glaube, die Euphorie ist schon lange verflogen, aber es gibt ein gutes Gefühl. Ein gutes Gefühl, es gibt ein gutes Gefühl, wenn man weiss, den Gegner kann man schlagen. Oder? Und wir hätten schon geschlagen. Und jetzt kommt man spielt sogar noch daheim. Das Thuner oder das Berner Derby ist glaube, bei euch oben immer auch heiß umkämpft. Und von dem her, es gibt ein gutes Gefühl. Oder? Nebst dem, man kann es ausblenden, die Misere. Jetzt auch mit dem Zürich-Match, mit dem St. Gallen-Spiel, wo sehr unglücklich gelaufen ist. Wir haben nichts zu verlieren. Als FC Thun hast du in diesem Moment nichts zu verlieren und kannst noch gewinnen. Ich bin nicht sicher, ob es ein gutes Gefühl ist, ganz ehrlich. Weil ich meine, IBE hat eine riesen Qualität. IBE hat 4-0 verloren daheim. Und die werden das noch im Hinterkopf haben. Der FC Thun weiss ja, es braucht nicht viel, dass es halt in die falschen Bahnen läuft. Und ich als FC Thun-Spieler weiss jetzt nicht, ob ich mega Freude hätte, dass wir letztes Mal 4-0 gewonnen hätten. Dann werde ich lieber 2-0 verloren in Bern. Und dann wollte ich jetzt eine Reaktion zeigen. Ich bin nicht sicher. Ich als FC Thun-Spieler bin nicht sicher. Das ist die Psychologie, die jeder einzelne Spieler abgeht. Das ist interessant, was die Psychologie natürlich jedem Spieler ausmacht und wie eine Mannschaft etwas reagiert. Aber ich denke, schlussendlich haben wir ein positives Erlebnis gehabt. Und gesagt, hey, also wenn wir 10 Jahre irgendwie jetzt unoben nicht mehr gewonnen hat oder Bern nicht mehr gewonnen hat, dann kann man vielleicht auch mit einem anderen Gefühl wieder. Aber eben, also vor dem Moment her, 2013 hat man das letzte Mal von der Thuner gegen IBE gewonnen. Also es ist ein Moment her. Darum, wir werden es sehen, wie es wird am Sonntag in der Stockhorn Arena, FC Thun gegen IBE. Ja, und wir reden jetzt über Sion. Noch vor einer Woche haben wir über die Abwehr geredet vom FC Sion, dass die nach jedem Spiel immer ein bisschen anders aussieht. In den ersten 3 Partien unter einem neuen Trainer, unter einem Gabri, ist immer wieder jemand anders in der Abwehr gestanden. Jetzt auch gegen GC im letzten Spiel hat der Gabri wieder 2 neue Innenverteidiger hergestellt. Aber im Unterschied zu den vorherigen Spielen hat man können gewinnen. Ja, frage ich direkt, Philipp, hat er denn jetzt seine Aufstellung gefunden, die funkt? Das sehen wir dann am nächsten Wochenende. Wenn er wieder auf die vertraut, denke ich, ist er überzeugt, dass er vielleicht die richtigen Mosaiksteine am richtigen Ort eingesetzt hat. Das ist für einen neuen Trainer mit so viel Unruhe, die im Verein geherrscht hat, ist es natürlich enorm schwierig, um seine optimale Mischung und Abstimmung auch zu finden. Und da sehen wir, da ist viel geprobelt worden, auch systemtechnisch. Ich mag mich erinnern, das erste Spiel, wo sie auf Bern aufgegangen sind, hat man schon seine Philosophie hat er versucht, ja, das Offensivspiel dieser Mannschaft ein bisschen, zu infiltrieren. Und dementsprechend hat es einfach noch nicht funktioniert. Und das ist immer so ein Prozess, wo man ein Findungsprozess von einer Mannschaft mit dem neuen Trainer muss sich einspielen. Ja. Aber ich glaube, der Sieg vom letzten Wochenende hat ihnen sicher gut getan. Ein gewisses Selbstvertrauen, dass das, was sie machen, jetzt auf dem richtigen Weg sind. Wir haben nach dem Sieg über GC haben wir 3 Statistiken zusammengesammelt, um ein bisschen zu zeigen, wie das Spiel vom FC Sion aussieht. Und wir sehen hier, dass vor allem bei der Chancenauswertung und beim Zweikampfverhalten noch Luft nach oben ist. In der Passquote ist man aber 2. best von der Liga. Wenn ich mich sehe, hier hängen jetzt noch bei uns auch noch auf der grossen Linie. Und auf welchen von den reinen Schrauben würdest du jetzt, wenn du der Gabri wärst, am meisten herumschrauben?
Ja, für die einfachste ist Zweikampfquote. Das ist vielleicht noch meist zugänglich. Das mit den Chancen. Da kannst du immer wieder Goalschuss üben, aber manchmal die gehen nicht rein. Das muss ein bisschen Flow geben. Aber im Zweikampf, ich meine, das ist, haben immer als Trainer auch gesagt, das ist der einfachste Weg. Du kannst immer laufen, du kannst immer kämpfen. Das ist immer so eine blöde Floskel. Aber ich habe das Gefühl, dort kann man am ersten ansetzen. Zweikampfquote, das klingt immer so einfach. Wie trainiert man Zweikampfquote zu steigern? Man kann ja nicht voll dran. Sie sind schlussendlich Teamkollegen. Nein, schlussendlich ist eine Zweikampfquote, das kennst du vielleicht auch, du bist auf dem Platz, du hast das Gefühl, du rennst und machst und tust, du kommst aber nicht in die Duelle rein. Mhm. Das ist eine Frage von der Organisation, von der Mannschaft. Wenn die Mannschaft kompakt ist, wenn die Mannschaft funktioniert, dann kommst du auch in den Zweikampf rein. Und dementsprechend kannst du die Zweikämpfe nachher, dort ist nachher eine Mentalitätsfrage, wie du die Zweikämpfe bestreitest. Wollte ich den, zu jedem Preis, wollte ich den Zweikampf gewinnen, das 1-gegen-1 gegen meinen Gegner, oder bin ich nicht 100% bei der Sache und mein Gegner schon, darum gewinnt er nachher den Zweikampf. Aber schlussendlich, die Basis ist, dass als Mannschaft taktisch so aufgestellt bist, dass du in den Zweikampf reinkommst. Der Burim Kukeli, der hat jetzt im letzten Spiel gegen GC gespielt und hat mit 85% von seinen Zweikämpfen, also 85 gewonnenen Zweikämpfen, ist er der Beste auf dem Platz gewesen. Ist darum Sion so stark gewesen in der Abwehr? Ist die so sicher gestanden? Ja, wir haben es vorhin besprochen mit der Stabilität der Achse. Und wenn jemand hinten ist, der dort wirklich eine Ruhe ausstrahlt und eine Zweikampfstärke ausstrahlt, dann strahlt das auf die ganze Mannschaft aus. Und auch mit der Passqualität von ihm, das hat eine grosse Ausstrahlung auf die ganze Mannschaft. Ich habe ihn so ein bisschen als Mascherano, weil das mit Barcelona, das ist aus dem Mittelfeld rausgekommen, jetzt hinten, jetzt im FCZ, hat so gespielt in der Verteidigerrolle. Und er weiß, wie das geht. Und wie er dort das ausstrahlt, kann sie auch extrem profitieren, finde ich. Ja. Es ist ja das erste Mal, dass der Kukeli jetzt unter Gabri spielt, er hat vorher zuerst gelb gesperrt und dann mit einer Verletzung gefällt. Ist er jetzt eigentlich so der Leithammel, den er sich gewünscht hat in der Abwehr? Er hat eben immer ein bisschen ausprobiert. Er hat ausprobiert. Ich denke, es ist gefährlich, wenn man sich wieder auf einen Exponenten fixiert. Also schlussendlich ist die Mannschaft, er ist sicher positionsbedingt ist er sicher einer, der die Mannschaft da führen muss. Mit der ganzen Erfahrung, die er hat. Er hat ja sicher über 200 Spiele in der Super League schon gemacht und wo er da seine Erfahrung kann einbringen kann. Aber schlussendlich auf einen Mann sich zu stützen in so einem Konstrukt ist extrem gefährlich. Man hat es ja auch gesehen, dass die Abschlussquote ziemlich bescheiden ist. Jetzt hat gegen GC der Petit Bellemboye gerade 2 Goal geschossen. Sollte man jetzt bei Sion alles auf diesen Spieler ausrichten, so wie das andere Mannschaften auch machen, oder lieber auf das Kollektiv setzen? Weiterhin auf das Kollektiv. Also man hat immerhin nebenan noch den Markus Neuli, der jetzt das 100. Goal geschossen hat. Also da kann man sicher nur auf einen Stürmer setzen. Das wäre natürlich die falsche Variante, sonst macht man sich abhängig von jemandem. Ja. Es ist sicher auch wichtig, dass dort die 2 Stürmer Bau bekommen, dass die gefüttert werden und dass sie eben auch die Chance können verwerten können. Und ich kenne jetzt den Markus sehr gut und dort machen wir keine Sorgen, wenn der allein vor dem Goal ist, dann ist zu 90% ist Goal dort. Da muss einfach müssen Passgeber gute Chancen können präsentieren. Ja, braucht es einen oder zwei Stürmer oder können eigentlich alle eigentlich Goal schiessen? Schlussendlich, glaube jetzt mal den Goalie ausgenommen, sind ja alle da schlussendlich zum Verteidigen oder zum Goal schiessen. Natürlich positionsbedingt, aber wie ich schon vorher gesagt habe, ich finde das sehr gefährlich, wenn man sagt, okay, man geht auf einen, man tut sich auf eine Person fixieren, oder? Schlussendlich muss die ganze Mannschaft muss funktionieren, die ganze Vorarbeit, wie der Ball über das Mittelfeld in Sturm führen, eigentlich transportiert wird, über welche Stationen und. Das ist eine Frage, wie eine Mannschaft muss funktionieren. Klar haben wir einfach die Exponenten als Stürmer, die zum richtigen Zeitpunkt einfach dort sein müssen und den Unterschied noch ausmachen können. Und für das haben wir genauso Spieler eben, wie jetzt auch ein Schneuli, oder wo den Unterschied noch ausmachen können. Aber sich schlussendlich fixieren auf jemanden. Ich glaube, das gesamte Mannschaftsgefüge muss von hinten bis vorne muss funktionieren, dass das Offensivspiel funktioniert, dass die Leute überhaupt in die Position hineinkommen, zum Abschluss kommen. Es sind ja andere Leute, sind noch in die U21 zurückbeordert worden, von wem auch immer. Auf jeden Fall spielen sie jetzt nicht im 1. Erfahrene Spieler wie der Sverotic. Fehlen die oder könnten die sozusagen auch eben jetzt den Aufwärtstrend sogar ein bisschen unterstützen? Letztes Mal hat es funktioniert, haben den Dreier geholt, ohne die Leute. Also, es ist immer so, hätte, wenn und aber. Ein bisschen Glaskugel. Ja, ist extrem schwierig zu sagen. Also, schlussendlich Massnahmen hat jetzt am Verein recht gegeben. Verein ist, ja. Wie es jetzt am Wochenende aussieht, das ist für mich eine extreme Wundertüte. Oder?
wie es wird rauskommen. Vor allem kann man die Ausstellung, dass immer Leute in die U21 gehen, im Wallisung. Von dem her ist es ja nichts Abnormales. Also, es sind immer wieder auch gute und teure Spieler in die U21 verordnet worden, die vielleicht nach 3 Wochen wieder raufkommen und auch wieder spielen von Anfang an. Von dem her, man weiss es einfach nicht dort. Und das macht es gefährlich und gleich auch schwierig, dass dort etwas Konstantes stehen kann. Es ist ein Sieg gegen GC, den man jetzt im Sack hat. Mehr ist es wirklich noch nicht. Jetzt kommt Luzern. Man hat dort einen kleinen Vorteil, dass man unter der Woche nicht hat müssen spielen. Eine kurze Antwort. Ist es ein Vorteil, Philipp, für Sion gegenüber Luzern, der im Göppe gespielt? Nein, ich sehe es nicht so. Das sind alles Vollprofis, die haben einen breiten Kader. Ich denke, jetzt, wenn Thun jetzt auch noch so in, ja, könnte es eventuell ein Problem geben, wir viel verletzt, aber schlussendlich macht das keinen Unterschied. Was meinst du? Ich glaube so nicht. Also, ob jetzt die Niederlage vom FCL eher motivierend ist am Wochenende oder eher beängstigend ist, das weiss man aber nicht. Von dem her, es kann auf beide Seiten gehen. Es ist schwierig zum Voraussagen. Die Partie die wird uns dann auch noch beschäftigen im Heimspiel vom kommenden Sonntag am Fußballtag am Abend am 7. Dort ist dann der Trainer vom FC Luzern, der Markus Zbabelgast, zu Gast. Ja, das ist es schon gesehen für Kickoff für heute. Die nächste Sendung gibt es wieder in einer Woche am Freitag. Ich sage ganz herzlichen Dank, Philipp Montandon und Benjamin Lüthi, für den Besuch im Studio. Euch ganz herzlichen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche ein spannendes Fußballwochenende. Habt euch Sorge. Auf Wiedersehen miteinander. Kickoff wird präsentiert von Sporttipp, der Schweizer Sportwette.